Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht mehr, Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Vita für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Vita, und Venus macht alles wieder gut. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Mars im Sextil, Venus im Sextil, Pluto im Sextil. Eher kritisch, bis Donnerstag, Merkur im Quadrat. Die Sterne wollen Sie in dieser Woche an Ihre Stärken erinnern, lieber Widder. Und eine Ihrer größten Stärken ist, auch dann nicht aufzugeben, wenn vieles gegen Sie läuft. Aufgeben gibt's nicht, bläut Ihnen Mars ein. Also Ärmel hochkrempeln und los geht's. Auch in der Liebe sollten Sie, falls es da Irritationen gibt, die Flinte nicht ins Korn werfen. Venus im Sextil macht schneller als gedacht alles wieder gut. Mein guter Rat für Sie, lieber Widder. Mars und bis Ende der Woche auch Merkur stehen sehr stark. Das ist eindeutig ein Plus. Sie haben viel mehr Schwung, setzen sich besser durch und sind bestens motiviert. Merkur hat aber auch einen Nachteil, nämlich, dass Sie unter Umständen richtig rechthaberisch werden. Da müssen Sie aufpassen und wenn Sie sich dabei ertappen, es sogleich unterbinden. Für Sie zum Nachdenken. Lehre tut viel, aber Aufmunterung tut alles. Von Goethe. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht mehr, ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Stier für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Stier, nutzen Sie jetzt die Gunst der Stunde. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Sonne im Sextil, Jupiter in Konjunktion, Saturn im Sextil, Neptun im Sextil, ab Freitag Merkur im Sextil. Eher kritisch, Uranus in Konjunktion, bis Donnerstag Merkur im Quadrat, Sonne im Quadrat, Pluto im Quadrat, Mars im Quadrat, Venus im Quadrat. Diese Woche findet ein Vollmond im Zeichen Jungfrau statt. Das ist keine Zeit für Hin und Her, Überlegungen und Zögerlichkeit. Jetzt heißt es anpacken und seine Möglichkeiten nutzen. Halten Sie sich jetzt nicht mehr mit Kleinigkeiten auf, denn jetzt können Sie die Dinge vorantreiben, die Ihnen wirklich wichtig sind. Lassen Sie sich auch von anderen nicht beeinflussen und abhalten. Es geht um Sie. Mein guter Rat für Sie, lieber Stier. Die Sonne steht nun im Zeichen Fische. Sie haben grandiose Ideen und Einfälle. Auch wenn es darum geht, anderen Menschen zu überzeugen, sich zu behaupten, ist diese Sonne eine große Hilfe. Wichtig ist aber auch, dass Sie Tipps und Ratschläge von anderen beherzigen. Für Sie zum Nachdenken. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Von Otto Julius Bierbaum. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht mehr, ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Zwillinge für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Zwilling, der Liebesfrühling lässt schon grüßen. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Venus im Trigon, Mars im Trigon, bis Donnerstag Merkur im Trigon, Pluto im Trigon. Eher kritisch, Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Sonne im Quadrat, ab Freitag Merkur im Quadrat. Ja, ist denn jetzt schon Frühling? Fragt man sich bei diesen Aktivitäten. Es prickelt unter der Haut.
Hier ein Lächeln, eingefangen und dort einen Augenaufschlag, ein Flirt hier, ein Flirt da. Venus und Mars im Trigon bringen die Hormone ganz schön in Schwung, lieber Zwilling. Lassen Sie es beim harmlosen Flirt, oder soll mehr draus werden? Liegt ganz bei Ihnen, aber so oder so tröstet Sie die Liebe über alles hinweg, was gerade nicht so gut läuft. Mein guter Rat für Sie, liebe Zwillinge. Die Sonne und ab Freitag auch Merkur stehen im Zeichen Fische. Diese Energien stehen im Quadrat zu Ihrem Zeichen. Bei aller Freude, Lust und Liebe dürfen Sie nicht oberflächlich sein. Das passt nicht zur Fischenergie, was immer Sie anpacken oder sagen. Es muss aus dem Herzen kommen, ehrlich und vor allem nicht egoistisch sein. Für Sie zum Nachdenken. Wer lächelt, statt zu toben, ist immer der Stärkere. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Krebs für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Krebs, Sie geben zurück, was die Sterne Ihnen schenken. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Uranus im Sextil, Sonne im Trigon, ab Freitag Merkur im Trigon, Jupiter im Sextil, Neptun im Trigon, Saturn im Trigon. Die Sterne meinen es in dieser Woche sehr gut mit Ihnen, lieber Krebs. Keine kritischen Aspekte, dafür von allen Seiten positive Energien. Das spüren Sie auch an den Wertschätzungen und den Sympathien, die Ihnen zuteil werden. Und so, wie Sie nun mal gestrickt sind, wollen Sie alles Gute, das Ihnen jetzt widerfährt, auch wieder an andere zurückgeben. Ihr Motto: geben Sie seliger den Nähen. Mein guter Rat für Sie, lieber Krebs. Am Montag wechselt die Sonne in das Zeichen Fische und ab Freitag kommt Merkur dazu. Diese Energie tut Ihnen sehr gut und versorgt Sie mit liebevoller Energie. Sie werden zu sich finden und innere Ruhe und Sicherheit finden. Sie wissen, dass es richtig ist, so wie Sie sind und was Sie tun. Für Sie zum Nachdenken. Ein einziger Augenblick kann alles umgestalten. Von Christoph Wieland. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Löwe für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Löwe, jetzt wissen Sie, wem Sie vertrauen können. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig bis Donnerstag, Merkur in Opposition, Venus in Opposition, Mars in Opposition. Eher kritisch dazu steht Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat, Pluto in Opposition. Diese Woche werden Sie von Mars, Venus und Merkur inspiriert. Sie betrachten jetzt die Dinge sehr nüchtern und mit klarem Verstand. Und dabei gewinnen Sie in diesen Tagen Klarheit über vieles, was Sie lange verunsichert hat. Sie wissen jetzt sehr genau, wie es um Ihre Beziehung und um Ihre Freundschaften steht. Planet Mars lässt Sie auch nicht zögern, notwendige Entscheidungen zu treffen. Mein guter Rat für Sie, lieber Löwe. Mars, Venus und bis Donnerstag auch Merkur stehen im Zeichen Wassermann. Das gibt Ihnen Kraft und vitalisiert Ihr ganzes Leben. Diejenigen, die sich seit längerem etwas schwach erleben, werden staunen, wie viel Kraft sie plötzlich besitzen. Nutzen Sie diese Energie, machen Sie, was Sie schon immer machen wollten. Für Sie zum Nachdenken. Das Leben besitzt so viel Positives, dass Pessimisten ganz mutlos werden könnten. Von Lorenz Sterne. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben.
Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Jungfrau für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Liebe Jungfrau, so viel Schönes wartet noch auf Sie. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Sonne in Opposition, ab Freitag Merkur in Opposition, Jupiter im Trigon, Uranus im Trigon, Neptun in Opposition, eher kritisch dazu steht, Saturn in Opposition. Mit der Sonne in den Fischen und dem Vollmond in Ihrem Zeichen dürfen Sie sich auf eine gute Woche freuen. Sie sind voller Optimismus, haben gute Laune und auch an den kleinen Dingen des Lebens großen Spaß. Auch wenn Sie vielleicht schon etwas älter sind, plötzlich spüren Sie, dass das Leben noch so viel Schönes zu bieten hat. Ja, Sie können zuversichtlich in die Zukunft schauen. Mein guter Rat für Sie, liebe Jungfrau. Die Sonne und ab Freitag auch Merkur stehen im Wasserzeichen Fische und somit in Ihrem Partnerhaus. Das bedeutet, dass Sie sich besonders wohlfühlen und Sie gerne in Gesellschaft anderer sind. Sie spüren, wie andere Ihnen wohlgesonnen sind. Sie haben jetzt eine besondere Ausstrahlung. Nutzen Sie diese Zeit, um andere für sich zu gewinnen. Für Sie zum Nachdenken. Es ist nicht so klein und wenig, woran man sich nicht begeistern könnte. Von Friedrich Hölderlin. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht mehr, ein Like zu geben, aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Waage für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Liebe Waage, tolle Sterne, aber wie nützt man sie am besten? Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Venus im Trigon, Mars im Trigon, bis Donnerstag Merkur im Trigon, eher kritisch, Pluto in Opposition. Diese Woche stehen Merkur, Mars und Venus immer noch im wunderbaren Trigon an Ihrer Seite. Mit diesen tollen Sternen tun Sie sich interessante Perspektiven auf. Aber wo lohnt es sich zuzugreifen? Wo und wie zahlt sich Ihr Einsatz aus? Sonne und Mond zeigen Ihnen den Weg. Der Jungfrau Vollmond schärft Ihren Blick. Die Sonne in den Fischen wirkt Ihre Intuition. Sie wissen, was zu tun ist. Mein guter Rat für Sie, liebe Waage. Von Mars, Venus und Merkur im Luftzeichen Wassermann profitieren Sie und dürfen von einer erfolgreichen Woche ausgehen. Das macht stark, unter Umständen aber auch übermütig. Sie sollten daran denken und sich immer wieder selbst gut zureden, nicht zu übertreiben. Für Sie zum Nachdenken. Genieße froh die Gaben der gegenwärtigen Stunden und lass das Unangenehme beiseite. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht mehr, Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Skorpion für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Skorpion, die Sterne beantworten jetzt eine wichtige Frage. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Jupiter in Opposition, Sonne im Trigon, Saturn im Trigon, Neptun im Trigon, ab Freitag Merkur im Trigon. Eher kritisch, Uranus in Opposition, bis Donnerstag Merkur im Quadrat, Sonne im Quadrat, Pluto im Quadrat, Mars im Quadrat, Venus im Quadrat. Manchmal sind sie hin- und hergerissen, wenn es um die Einschätzung Ihnen nahestehender Personen geht, lieber Skorpion. Kann ich diesen Menschen wirklich vertrauen? Steht er in jeder Situation zu mir? Das bohren wohl immer noch Zweifel. Problematisch,
wenn es sich dabei um Freunde oder gar den Partner handelt. Die gute Nachricht, jetzt werden Ihnen die Sterne Gewissheit geben. Mein guter Rat für Sie, lieber Skorpion, die Sonne und ab Freitag auch Merkur stehen im verwandten Zeichen Fische. Sie schicken Ihnen unsichtbare Kraftstrahlen und stärken Sie dadurch. Sie können erreichen, was Sie wollen und das, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Mit diesen Energien tun sich unerwartet neue Chancen auf. Für Sie zum Nachdenken: Wandere, während du weilst. Von Peter Hille. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Schütze für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Schütze, das kann ganz schön spannend werden. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: bis Donnerstag Merkur im Sextil, Venus im Sextil, Mars im Sextil, Pluto im Sextil. Eher kritisch: Neptun im Quadrat, Saturn im Quadrat, Sonne im Quadrat. Ab Freitag Merkur im Quadrat. Merkur, Venus und Mars stehen im luftigen Wassermann. Das sind gute Voraussetzungen für eine alles andere als langweilige Woche. Spannend ist das an allen Ecken und Enden. In der Liebe herrscht unter einem Venus- und Mars-Sextil zu ihrem Zeichen sogar Hochspannung. Kaum berührt, schon elektrisiert. Wenn es um Geld geht, heißt Spannung jetzt im Zweifel lieber vorsichtig agieren. Mein guter Rat für Sie, lieber Schütze: die Sonne und ab Freitag auch Merkur stehen in den Fischen und somit im Quadrat zu Ihnen. Das macht schusselig. Man ist auch nicht so klar und konzentriert wie normalerweise. Man muss aufpassen, dass einem keine dummen Fehler unterlaufen. Lassen Sie sich davon aber nicht verunsichern, denn Sie sind schon auf dem richtigen Weg, sollten lediglich alles ein bisschen langsamer und genauer machen. Für Sie zum Nachdenken: zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Wochenhoroskop Steinbock für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Steinbock, jetzt machen Sie die Sterne zum Gewinner. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig: Uranus im Trigon, Sonne im Trigon, ab Freitag Merkur im Trigon, Jupiter im Trigon, Neptun im Sextil, Saturn im Sextil. An den Sternen liegt es garantiert nicht. Sollte diese Woche etwas nicht wunschgemäß verlaufen, lieber Steinbock. Ja, das sind nämlich alles andere wie gemalt. Erträumt, könnte man auch sagen. Also, was wollen Sie erreichen? Wo soll die Sonne in Ihrem Leben aufgehen? Es braucht jetzt wirklich nur noch einen kleinen Schubs und Sie sind am Ziel Ihrer Wünsche. Was lange währte, wird jetzt endlich gut. Mein guter Rat für Sie, lieber Steinbock: Sie profitieren in dieser Woche von der Sonne, die in den Fischen steht, und ab Freitag auch von Merkur. Sie erhalten eine interessante Chance nach der anderen. Da kommt Freude auf, aber Sie sollten auch aufpassen, dass Sie sich nicht verzetteln und sich zu viel aufbürden. So könnten Sie Ihre guten Möglichkeiten verscherzen. Für Sie zum Nachdenken: ein Vergnügen erwarten ist auch ein Vergnügen. Von Gotthold Ephraim Lessing. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mehr Likes zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich, Ihnen heute Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen.
Wochenhoroskop Wassermann für die nächste Woche vom 19.02. bis 25.02. Lieber Wassermann, allein bleibt nur, wer darauf besteht. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig bis Donnerstag Merkur in Konjunktion, Venus in Konjunktion, Mars in Konjunktion. Eher kritisch Uranus im Quadrat, Jupiter im Quadrat, Pluto in Konjunktion. Venus und Mars haben ein Rendezvous in ihrem Zeichen. Da läutet die Liebe Alarm. Aber was heißt das? Nicht jeder ist bereit, sich in ein neues Liebesabenteuer zu stürzen. Aber in jeder Beziehung gilt, ein bisschen mehr Liebe, mehr Verständnis und Zuwendung kann nirgendwo schaden. Und Singles, da findet jetzt jeder, der will, eine Schulter zum Anlehnen. Allein bleibt nur, wer darauf besteht. Mein guter Rat für Sie, lieber Wassermann. Venus, Mars und auch Merkur bis Donnerstag stehen in Ihrem Zeichen. Diese Energien beflügeln Sie regelrecht. Sie haben Glück in vielen Dingen. Zufälle können Ihnen zu Hilfe kommen oder eine Lösung eines Problems, von dem Sie dachten, es wird nichts mehr. Lassen Sie sich überraschen. Sie knüpfen auch neue wertvolle Kontakte. Für Sie zum Nachdenken. Man wünscht sich selber Glück, wenn man Gutes tut. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann zögern Sie bitte nicht, mir ein Like zu geben. Aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. Ich freue mich heute, Ihr Horoskop für die kommende Woche präsentieren zu dürfen. Lieber Fisch, und dann geht's ab auf Wolke 7. Diese Konstellationen sind für Sie jetzt wichtig. Günstig, Jupiter im Sextil, Sonne in Konjunktion, ab Freitag Merkur in Konjunktion, Uranus im Sextil, eher kritisch Neptun in Konjunktion, Saturn in Konjunktion. Am Samstag findet ein Vollmond in Ihrem Partnerhaus statt. Wenn Sie es ohnehin nicht schon geplant hatten, dann aber jetzt. Ein Date mit Freund oder Freundin. Egal, ob im Club, Restaurant, Kino oder zu Hause. Hauptsache, nicht allein bleiben. Denn an diesem Samstag liegt viel Luft, Liebe in der Luft. Und die will man schließlich nicht alleine atmen. Und nach dem Kino ab auf Wolke 7. Mein guter Rat für Sie, liebe Fische. Sie werden vom Mond in dieser Woche ja ganz besonders verwöhnt. Sie genießen die Gunst dieser Energie und schlagen für sich den einen oder anderen Vorteil heraus. Wichtig ist aber, dass Sie nicht übermütig werden und sich vor lauter Feuereifer verzetteln und sich somit eine Chance schneller wieder zerschlagen kann. Für Sie zum Nachdenken. Lachen bricht alle Widerstände. Von Mark Twain.